Hi, der ein komplett Review von der Deus Ex-Reihe macht. Wer denn, darf man das schon verraten? Wüsste ich jetzt auch gerne. Ja. Also ich sag, er heißt Jonathan. Ah, ach so. Ja. Ah, ja, super. Ja, komm, der da. Ja, gut. Also bitte. So. Wir wollten zur Release, glaube ich, mal kommen. Kannst du machen. Kann ich nicht Fangen wir machen. an. Werde ich schon machen. Fangen wir am besten an. Fangen wir nämlich an mit Two Worlds 2 Pirates of Flying Fortress. Ist das wieder ein Add-on? Ja. Okay. Einfach weitermachen. Burnout Crash. Weiter. God of War 3. Für Wäre interessant für 360. die eine Konsole hätten. Dann haben wir noch Global Ops Command Libya. Sagt mir überhaupt nichts. Gut. Combat Wings is the Great Battles of World War II. Ach, schon wieder so ein Weltkriegszeug. Kann ich auch nicht mehr sehen. Flugspiel, schätze ich mal vom Namen her. Wings, ne? Ja. Dungeons the Dark Lord. Irgendwas mit Dungeons und dem dunklen Lord. Ja. Wow, David! Toll. Nie Oh. gedacht. Engels 2. dann haben wir noch Supremi MMA. Weiter. Ja. Rift in der Special Edition. Also das MMO. Ja. Okay. Meines Wissens, ja. Dann haben wir noch Phineas und Ferb quer durch die zweite Dimension. Ist das nicht irgendwie so eine Zeichentrickserie oder Ja, sowas? genau. Ah. Komm mir nicht damit an diesen Spitzköpfen da oder was? Oh, kann ich nicht Ich sehen. glaube, ja. Ja, das kann ich nie sehen. Bäh. Dann haben wir noch, da würden sich jetzt der Marco drüber freuen, der Trains Simulator 2012. Ja! Nein! Oh. Ist das von Astragon? Nein. Oh, dann nicht. Dann, wenn es nicht von Astragon ist, nein, dann möchte ich es nicht. Ist das von UEG? Moment, Moment. Moment. Ja, ich warte doch. NBG. Was für ein Ding? NBG EDV Handels- und Verlags GmbH. Hört sich nach einer sehr bekannten Nach einem Firma an. großen Entwickler bestimmt, der Ja. total die Blockbuster produziert. Wow. Wir können ja mal schauen, was hat denn da schon alles produziert? Airline to Tycoon 2. Ja. Das Add-on zu Landwirtschaftssimulator Pro Farm 2. Hätte ich aber gar nicht gedacht, dass die sowas machen. Wow, das ist ja episch. Body Hounds sind sie noch am entwickeln. OMSI Dortmund. Was? Dortmund? O OMSI Dortmund. Add-on. O M SI. um sie Dortmund. Ja. Ach, das ist so ein Busdingen. Nein. Linie 423. Was ist das für eine Linie? Okay, also ich sag mal, die Umgebung sieht gar nicht nach Dortmund aus. Also sieht mir eher nach einer Standardumgebung aus. Keine Ahnung. Linie 114, das sind keine Linien, was ist denn los? Ey, wir haben 442 und sowas, wo ist doch total fail. Lünen. Was sie auf jeden Fall schon mal rausgebracht haben, das ist schon ein bisschen länger her, der RTL Wintersport 2009. Oh nein, sogar ein Spiel, was ich gespielt habe. Wow. Das haben die rausgebracht. Gibt es für 5 Euro bei Amazon. Nur mal so. Wow, das ist ja, klingt ja ein Hammerpreis für so ein Epic-Spiel. Ja, natürlich, es Nicht. sind auch nur noch 5 Stück auf Lager, also soll ich die schnell bestellen. Also jetzt zugreifen. Nicht. Kauf die jetzt. Und gewinnt eine Waschmaschine und da drauf, dazu. Jetzt zugreifen und kotzen. Viel Spaß. Hast du noch was in der Release-Liste? Ja. Midnight and Magic Clash of Heroes für den PC. Dann haben wir noch The Cursed Crusade. Ach, da hat mein Bruder ganze Zeit immer von gesprochen, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
Da kommt doch rein. Das ist Auch das nicht. und das. Also, und dann noch Formel 1 2011. Das sagten wir was. Was für ein Formel? Formel 1 2011. Oh, das kenne ich sogar. Das ist sogar wahrscheinlich halbwegs interessant für die Leute, die Formel 1 mögen. Ich mag's teilweise nur. Soll ja nicht so schlecht sein, das Spiel. Nee, von der Grafik sieht's sogar aus wie ein Spiel. Oh, es sieht aus wie ein Spiel. Ja, Oh. um sie Dingen da kannst du ja nicht als Spiel benennen. Das ist ja nichts. Aber das hier sieht wenigstens doch durchaus von der Grafik her aus wie ein aktuelles Rennspiel, ne? Scheint aber ähnlich sein wie Trackmania nur für Renn-Dinge, weil zumindest haben die kein wirkliches, also sieht sehr arcade-mäßig aus, finde ich. Na gut, Okay. egal. Weiter. So, das war's auch schon. Epic. Wir haben jetzt gerade mal 38 Minuten noch was. Wow. 38 Minuten, das Das ist schon ist, okay, lang. das war unser Nextcast, ne? Unser ganz kurzer Nextcast. Wir hatten tolle Themen, Fußball, Scheiße und noch mehr Scheiße. Dankeschön. Liegt aber auch einfach nur daran, dass Marco jetzt gerade ein bisschen beleidigt ist, weil nun mal Dortmund nicht gewonnen hat. Schon wieder. Diese Saison ist einfach nur der Wurm drin. Nein, das gibt's echt nicht. Wir haben gerade mal bei 6 Spielen oder so 2 Siege. Das ist sowas von schlecht. Darf ich Zwei mal Nieder. fragen, auf welchem Platz ihr seid? Zehnter oder sowas. Also das erinnert schon an Zeiten von Elfter. 2008. Elfter sogar. Guck mal das an. Wie Aber schlecht mit das einer Tendenz mit plus 1, muss man dagegen sagen. Plus 1 Tendenz. Wir haben eine +1 Tordifferenz. Ja, Wow. schau mal auf Hamburg, die haben minus Ey, 11. komm mit Hamburg. Hamburg ist untergegangen. Die sind schon längst unter Wasser. Das muss man nicht mal, die müssen wir nicht mal sprechen. Die verdammte Klimaerwärmung. Achso, der Release von Battlefield 3 ist am 27. Oktober. Wurde mir irgendwie gerade gesagt. Schön. Von deinen geheimen Quellen. Ja, läuft hier gerade durch meinen Bildschirm durch. Oh, es läuft. Es hat Beine bekommen. Hilfe! Nee, also so ein Ticker, weißt du, so ein. Egal. Tick-Tack, 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 tick-Tack. Jo, in Hamburg ist aber trotzdem was los. Also in Hamburg gibt's auch positive Nachrichten, zumindest für einige Leute. Und zwar der Apple Store in Hamburg wurde eröffnet und gestürmt, und zwar von mehr als 2000 Fans. Ist klar, ist klar. Ja, und später kamen halt so viele dazu, weil die ersten 3000 Kunden bekamen als Dankeschön ein Apple-T-Shirt und eine Informationsbroschüre geschenkt. Und Wow, das eine wollte irgendwie jeder. Informationsbroschüre. Wollte irgendwie jeder haben und ja. Und was jetzt kommt, folgende Aussage. Es ist die Aura, die Apple erzeugt, welche Nutzer zu den Fans oder sogar den Jüngern macht. Deshalb will man einfach von Anfang an dabei sein, erklärte ein Fan. Kann ich mir Wow. vorstellen. Das ist übrigens, der Apple Store ist jetzt der größte Store in Deutschland, und ist der zweite sogar in Hamburg. Ist am Jungfernstieg, da an der Alster, wo ich auch mal war. Und ja, da ist das Ding halt. Und Jungfernstieg, die Mitarbeiter haben die Fans, die reingestürmt sind, alle, also wirklich alle, ausnahmslos alle halt per Handschlag begrüßt und zugejubelt und so. sag. Und Was für eine waren. Scheißarbeit mit Handschlag. Was für eine Scheißarbeit. Oh. Und die haben auch anfangs alle so eine richtige Party gemacht, also. Wie ich sehe, die jubeln alle und hüpfen durch die Gegend, also als wäre es ein Volksfest. Ja, wir feiern und wir feiern immer weiter. Die feiern eine Ladeneröffnung. Wow. Und wirklich, ich sehe gerade, wie, also auf dem Video, wie die alle einzeln reinlaufen und von jeder durchgeht durch eine Schlange von Mitarbeitern. Jeder einzelne wird von mindestens gefühlten 50 Mitarbeitern per Handschlag begrüßt. Jeder einzelne. In so einer Schlange. Also ich finde es geil, wenn das jemand machen würde. Bei uns. Oder bei mir. Und jeder Einzelne wird bejubelt, jeder Einzelne geht einzeln so rein, weißt du, so als machen Laola-Welle für jeden Einzelnen, also wow. Für jeden Einzelnen, der reinkommt, von 2000 Fans, also ja, das mussten einige Laola dann gewesen sein. Hey, 5 Stunden später. Du wirst irgendwann auch heiß, wenn du es mal. Ach du schon, hab ich schon gerade gesehen, raus.
Ja. Wenn die das bei allen Kunden machen würden. Bei allen Geschäften immer Jeden 40 Tag. Stunden. Ja. Oh Gott. Ich würde nicht einschlafen können, so mal. Hey, hey, hey. Die würden irgendwann klinisch tot sein. Die sagen so, ich kann nicht mehr. Ich brauche ein Sauerstoffzelt, bitte. Danke. Hey, Kunde Nummer 2563 innerhalb einer Stunde. Hey. Hey, hallo, wir kennen uns noch nicht. Aber Sie sind neu. Nee. Wow. Nee, ich war schon vor 5 Minuten hier. Ach, verdammt, die sehen da gleich aus wie die anderen Tausenden davor. Ach so, weil sie auch ein T-Shirt anhaben mit Apple-Logo drauf und so reingestülpt kommen wie, keine Ahnung, so ein Tier. Aber Tiere sind auch ab und zu lieb. Noch Benny. Ja, was denn? Gib mir einen Strick und gut ist. Nein. Das dauert noch. Mit der Zeit geht's von alleine. Unglaublich, Haben wir das noch Ship. irgendwelche Themen? Unglaublich, das Ship.de. Ich glaube, Ship kennt ihr, ja? Ja. Die bieten oder haben eine extra News geschrieben, wo ein illegaler Streamlink drin ist. Also zu einem Spiel, zu Schalke gegen Bayern, was jetzt läuft, haben die in extra News geschrieben. Ja, hier könnt ihr kostenlos Bundesliga live im Internet schauen. Ja. Das macht Ship.de, also. Das ist ja so, als würde Windows illegal, Microsoft illegale Programme für Windows entwickeln. Das macht keinen Sinn. Ja, ich meine, hallo Ship.de, Vielleicht ich meine, du macht's. kannst nicht als offizielle große Seite irgendwelche illegalen Links, reinpacken und dann selber sagen, nein, wir dürfen nichts Illegales reinpacken. Aber das darfst du schon natürlich einpacken, ist doch, das will doch jeder sehen. Also, wenn's Klicks bringt, dann machen wir die News rein. Genau, wenn es Klicks bringt, dann macht man sowas. Ich mache 1000 Klicks für jede Seite, die mir Links anbietet. Dann aber auch nur Links, wo auf jeden Fall Dortmund garantiert gewinnt. Genau, so ein gefälschtes Spiel, so ein gefaktes. Nee, weißt du, er macht irgendwie so ein Vote auf und markiert sich dann genau den Link für Dortmund. Bitte einfach mal klicken, danke. Ja. Ach so, Google hat Chrome 14 veröffentlicht. Ja, 14. Habe ich schon drauf. Neuerung 0, aber es ist halt 14. Es ist halt aktuell. Wir können sie bei uns auch runterladen. Wir haben auch unsere Download-Datei mit Google Chrome aktualisiert. Also, nee. Google schreitet damit irgendwie so ein bisschen mehr den Schritt in, wir möchten die User ein bisschen veräppeln und machen jeden Monat ein neues Update. Ach so, und noch eine News, und zwar 87% aller Deutschen haben ein Handy jetzt. Oder sind halt mobil erreichbar. Ja, und die anderen 13% sind alt und kennen sich mit diesem Gerät auch nicht mal aus. Ja, ab 65 Jahren au aufwärts geht's runter. Ab 65 fängt das Leben erstmal richtig an. Gerade für Senioren kann ein Handy im Alltag eine große Hilfe sein. Es bringt nicht nur Flexibilität, sondern auch mehr Sicherheit. Nur ist das schwierig, das zu bedienen. Jo. Ja, diese Handys mit dieser großen Taste, ne, ist genau für die alten Frauen richtig. Oder alten Menschen. Und Mit du dem kannst. neuen Super, also ich habe gerade von LTE gesprochen, das ist ja dieses neue Super Breitband da für Mobil, Handy und so. Wird ja der Nachfolger von UMTS werden und soll halt die letzten weißen Flecken Deutschlands, ja, bedecken. Einschließen, wo halt noch kein mobiles Internet verfügbar ist. Und das kommt halt da zuerst. Meinst du? Steht drauf. Steht drauf. Ey, das ist von der großen Seite magnus.de.